Löwi und der Meerbagger. Löwi war, wie jeden Tag, mit seinen Freunden Schla und Affi im Dschungel. Löwi erzählte wieder einmal von seinem großen Traum. Einmal selbst mit eigenen Augen einen Meerbagger zu sehen. Schla und Affi staunten. Die beiden hörten die Geschichte jedes Mal sehr gerne, auch wenn Löwi sie bestimmt schon 1000 Mal erzählt hatte. Nur dieses Mal hatte der böse Herr Froschmann zugehört. Dieser sagte: Ein Meerbagger? So etwas gibt es doch gar nicht! Die Worte von Herrn Froschmann machten den lieben Löwi sehr traurig und er lief tiefer in den Dschungel, um etwas alleine zu sein. Er lief so lange, bis er an einer Weggabelung ankam, die er noch nie zuvor in seinem Leben gesehen hatte. An dieser Gabelung gab es nun genau 2 Möglichkeiten, wie Löwi seinen Weg fortsetzen konnte. Links ging es in einen finsteren Wald, der tief im Nebel lag. Der rechte Weg schien in einen schillernden Regenbogen zu führen. Da er sich nicht sicher war, welcher Pfad wieder zurück zu seinen Freunden führte, rief er Herrn Froschmann an, um ihn nach dem Weg zu fragen. Der arglistige Herr Froschmann schickte Löwi daraufhin in den finsteren Gruselwald. Dort traf Löwi auf den sehr alten und sehr klugen Herr Eulenmann. Als Löwi Herrn Eulenmann nach dem Weg fragte, wie er am schnellsten zum Meerbagger komme, entgegnete ihm die weise Eule: Aber, was macht denn ein so kleiner Löwenjunge hier im finsteren Gruselwald? Das hier ist sicher kein Platz für kleine Löwen zum Spielen. Als Löwi ihm erklärte, dass ihm Herr Froschmann wohl einen üblen Streich gespielt hatte, fragte er Herrn Eulenmann, ob er wisse, wie man den Meerbagger finden könnte. Herr Eulenmann sagte zu Löwi, dass er zwar schon sehr viele Bagger in seinem langen Leben gesehen hatte, aber einen Meerbagger habe ich noch nie gesehen. An deiner Stelle würde ich ans Meer gehen, um einen zu finden. Ich gebe dir meine Karte. Allerdings musst du auf deinem Weg an einem Monster vorbei, das hinter der Brücke wohnt. Ab der Klipp-Klapp-Mühle ist es dann nicht mehr weit bis zum Meer. Nachdem Löwi den Weg aus dem finsteren Gruselwald gefunden hatte, erzählte er seinen Freunden, was er alles erlebt hatte. Er erzählte von Herrn Eulenmann, der Karte, dem Monster und der Idee, zum Meer zu gehen und dort den Meerbagger zu finden. Und die 3 beschlossen, auf eine gemeinsame Reise zu gehen und sofort aufzubrechen. Die Freunde waren erst seit kurzem unterwegs, als es zu regnen begann. Wolken schoben sich vor die hell leuchtende Sonne und die flirrende Hitze wurde von kalten Luftstößen unterbrochen. In einiger Entfernung begann es zu blitzen und zu donnern und jeder Donnerschlag war deutlich lauter als der vorherige. Das Gewitter kommt direkt auf uns zu, sagte Affi. Schla bekam Angst und beschloss umzukehren. Löwi und Affi versuchten noch, ihn umzustimmen, aber die beiden mussten schließlich ohne Schla weitergehen. Nun waren sie nur noch zu zweit. Nachdem sie eine Weile gegangen waren, kamen sie an einen Brunnen, aus dem ein Luftballon aufstieg. Löwi griff nach dem Ballon, doch als er sich reckte und streckte, um den Ballon mit seinen Pfoten zu erreichen, plumpste er in den Brunnen. Affi versprach Löwi, Hilfe zu holen. Doch gerade als Affi weg war, kam Herr Maulwurfmann aus einem Loch in der Wand, das dieser gebuddelt hatte. Er schaute Löwi ganz verwundert an. Seit Jahren war niemand mehr außer ihm in dem alten Brunnen gewesen. Herr Maulwurfmann bot Löwi seine Hilfe an und zeigte ihm eine Abkürzung durch seine Wohnung, durch die es wieder ins Freie ging. Die Wohnung war erstaunlich groß und komplett unter der Erde. Die Wand war geschmückt mit einem Bild, das Herrn Maulwurfmann und seine Familie zeigte. Er fragte Löwi, was dieser überhaupt am Brunnen zu suchen gehabt hatte. Ein Brunnen, so sagte er, ist kein Spielplatz für kleine Löwenkinder. Löwi erzählte Herrn Maulwurfmann daraufhin von dem Luftballon, den er unbedingt haben wollte, und von dem Meerbagger, den er mit seinem Freund gemeinsam sucht. »Löwi«, schnaubte Herr Maulwurfmann verzweifelt, »ich kenne mich mit Buddeln und Baggern aus wie kein anderer, und glaub mir, es gibt keinen Meerbagger. Sieh mal, in Erde kann man Löcher graben, ich wohne sogar in einem, aber hast du schon mal gesehen, wie jemand ein Loch in Wasser gegraben hat?«
Schon standen die beiden wieder an der frischen Luft und auch Affi, der keine Hilfe hatte finden können, war wieder aufgetaucht. Löwi, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Ich war auf dem Weg um Hilfe. Schon gut, sagte Löwi. Herr Maulwurfmann war zum Glück am Brunnen unterwegs und hat mich gefunden. In der Ferne entdeckten sie ein Zirkuszelt. Es sah aus wie das Zelt auf der Karte, die sie von Herrn Eulenmann bekommen hatten. Als sie sich dem Zirkus näherten, bemerkten sie, dass ganz viele Tiere vor dem Zirkus standen. Und alle beobachteten die schöne Sheila. Alle bis auf Lilla, die nur Augen für Löwi hatte. Löwi sah sofort, dass die schöne Sheila, genau wie er, einen Luftballon besaß. Als die anderen Tiere weg waren, ging er zu Sheila und fragte, ob sie mit ihm kommen möchte, um gemeinsam den Meerbagger zu suchen. Löwi schenkte Sheila seinen Luftballon, da er ihr zeigen wollte, dass er sie mag. Sheila jedoch nahm den Luftballon und ging fort, ohne ein Wort zu sagen. Das machte Löwi sehr traurig. Affi munterte Löwi auf und sagte, »Los, wir gehen weiter. Wir haben noch viel vor und es wird schon dunkel.« Die beiden liefen noch lange, nachdem die Sonne untergegangen war, weiter, bis sie schließlich bei der Brücke ankamen, die sie schon von Herrn Eulenmanns Karte kannten. Doch die Brücke war kaputt. Die zwei fragten sich, wie sie über die Brücke kommen sollten. Da sie von der langen Reise sehr müde waren, beschlossen sie, erst eine Weile zu schlafen und suchten sich eine gemütliche Stelle, die ihnen Schutz bot, um dort ihr Lager für die Nacht aufzuschlagen. Am nächsten Morgen liefen sie ein Stück flussabwärts und entdeckten Bulli, den Biber. Als sie sahen, wie Bulli seinen Damm baute, hatten die beiden die Idee, ihn um Hilfe zu bitten. Bulli half den Freunden gerne weiter, als diese ihm ihr Vorhaben geschildert hatten, doch als sie auf der anderen Seite der Brücke ankamen, wartete dort bereits das Monster, vor dem Herr Eulenmann sie gewarnt hatte. Die beiden standen wie angewurzelt, starr vor Schreck vor dem Monster. Doch als der schlaue Affi etwas genauer hinsah, bemerkte er, dass mit dem Monster etwas nicht stimmte. Es schien so, als wäre das fiese Monster nur eine Täuschung, hinter der sich etwas ganz anderes verbergen würde. In diesem Augenblick fiel die Monsterverkleidung um und zum Vorschein kam Hasi, der ebenso auf der Suche nach dem Meerbagger war wie Löwi und Affi. Er hatte sich nur als Monster verkleidet, weil er Angst vor den anderen Tieren hatte und alleine nicht mutig genug war, sich auf ein derartiges Abenteuer einzulassen. Die drei beschlossen, von nun an zusammen zu suchen. »Lasst uns auf die Spitze des Berges klettern«, sagte Hasi. »Von dort aus können wir sehen, in welcher Richtung es zum Meer geht.« Es war schon dunkel, als die drei auf dem Berggipfel ankamen. Aber am Horizont konnten sie noch ganz klar die Klipp-Klapp-Mühle erkennen. Dort musste das Meer sein. Der Weg schien nicht mehr besonders weit zu sein, doch er zog sich ewig hin. Als sich Löwi und Affi umdrehten, bemerkten sie, dass Hasi auf einmal weg war. Sie konnten den Hasen nirgends mehr entdecken. Also liefen sie weiter, bis sie schließlich bei der Klipp-Klapp-Mühle ankamen. Endlich konnten sie das Meer sehen. Doch was sie erblickten, war nicht der Meerbagger, sondern ein Piratenschiff. Affi schaute durch ein Fernglas, das zufällig jemand am Strand vergessen hatte. Nun konnte er sehen, was an Bord passierte. Wie es aussah, war das ganze Schiff besetzt mit der gefürchteten Affenpiratenbande. Als Affi Löwi kurz durchs Fernglas schauen ließ, hatte dieser eine Idee. »Gib mir deine Banane«, sagte Löwi zu Affi. »Wir werden den Piraten eine Falle stellen und uns ihr Schiff ausleihen. Damit können wir weiter raus aufs Meer fahren.« Löwi grub ein ganz tiefes Loch in den Sand, auf das sogar Herr Maulwurfmann stolz gewesen wäre. Um das Loch zu verstecken, legte er mehrere Äste auf das Loch, tarnte diese behutsam mit Blättern und Sand und platzierte schließlich die Banane in der Mitte der Falle. Als die Piraten an Land kamen, hatten sich Löwi und Affi in sicherer Entfernung auf einem Hügel positioniert. Von dort aus konnten sie beobachten, wie die Piraten tatsächlich in die Falle tappten. Immer noch mit großem Abstand schauten die beiden mit an, wie die Piraten einer nach dem anderen ins Loch fielen und rannten, als der letzte hineingefallen war, so schnell sie konnten zum Schiff, wo Günther, das Walross, seine Hilfe als Kapitän anbot.
Günther besaß einen Bootsverleih ganz in der Nähe, bei welchem er Kunden hin und wieder als Kapitän aushalf. Er hatte die beiden schon von weitem herrennen sehen und dachte, dass sie seine Dienste sicher gut gebrauchen könnten. »Halt! Wartet auf mich!« rief Lilla, die ihnen den ganzen Weg gefolgt war. »Ich will mitkommen!« Lilla hatte zwei Luftballons dabei, von denen sie einen Löwi geben wollte, doch das Schiff war schon gestartet. Mit einem großen Sprung schaffte es Lilla noch, sich am Anker festzuhalten und Löwi konnte sie auf das Schiff ziehen. Das Schiff fuhr eine Weile bei ruhigem Seegang und Löwi war sehr glücklich, dass Lilla ihm einen Ballon mitgebracht hatte und sie nun alle zusammen dem Meerbagger ein ganzes Stück näher gekommen waren. Doch auf einmal knarzte das alte Gebälk des Schiffes. Verängstigt mussten die vier mit ansehen, wie ein großes Tentakel an der Seite des Schiffes aufstieg. Erst eins, dann zwei, dann drei und schließlich mehr Tentakel, als sie zählen konnten, umklammerten das Schiff und rissen es in die Tiefe. Nur kurz konnte Löwi das Gesicht von Kraki, dem Kraken, sehen, der von dem Gefährt der abenteuerlustigen Truppe nur Kleinholz übrig ließ. Löwi, Günther und Lilla fanden sich auf einem Floß, gebaut aus den Resten des Schiffes, wieder und trieben eine ganze Weile übers Meer, bis sie auf einer Insel strandeten. Doch wo war Affi? Auf der Insel angekommen, bemerkten sie ganz schnell, dass sie nicht alleine waren. Die drei standen neben einer Palme, die sich auf einmal bewegte. Löwi stellte als erster fest, dass die Palme auf dem Rücken einer Krabbe wuchs, die langsam begann, sich aus dem Boden zu bewegen. Die Baumkrabbe sprach zu ihnen: »Ich hoffe, ihr könnt schwimmen. Das hier ist keine Insel, sondern eine Schildkröte.« Und eben diese Schildkröte war durch die lauten Gäste aufgewacht und begann nun abzutauchen. So standen die drei am Grunde des Ozeans und wussten nicht, wie sie wieder an Land kommen sollten. Lilla war ganz begeistert von den bunten Korallen und den schillernden Farben, die es dort zu sehen gab. Sie wurde jedoch von Löwi zum Weitergehen gedrängt, da dieser wusste, dass die drei nicht lange am Grund des Ozeans überleben konnten. Die Bewohner des Meeres kamen herbei und sahen die drei ganz verwundert an. Da waren Luigi Langostini und das Seemonster, die den Reisenden sehr gerne geholfen hätten, jedoch auch noch nie oberhalb der Meerkante waren und den Weg dorthin nicht kannten. Als sie jedoch ein paar Schritte weiter gingen, entdeckten sie tatsächlich ein Loch im Meer. Es schien wie ein kleines Loch, doch je näher sie herantraten, umso heller schien ihnen die Sonne durch das Loch auf den Kopf. Nur ein kleines Stück weiter sahen sie dann den Meerbagger. Außer sich vor Freude rannte Löwi los und sprang hinein in den Meerbagger. Günther und Lilla folgten ihm und rieben sich die Augen, weil es ihnen schwer fiel zu glauben, dass so etwas überhaupt möglich war. Kurz darauf fanden sie Affi, der auf einem Floß durchs Meer trieb. Sie nahmen Affi an Bord und fuhren mit ihm in Richtung Sonnenuntergang. Affi fragte: »Was ist denn eigentlich aus Hasi geworden?« Günther, der Kapitän, sah Hasi am Himmel fliegen. Er hatte auf seinem Weg einen Raketenbagger gefunden. Hallo! Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere hier unseren Kanal und verpasse kein neues Video mehr. Du möchtest direkt weitere Videos anschauen? Dann klicke hier!